Hallo und herzlich willkommen mal endlich wieder zu einem Mastektomie-Video. Heute möchte ich euch ganz viel erklären, aufklären und ich habe einen Special Guest. Quasi. Wir sind leider auf großer Distanz, deswegen nur per Video. Aber mein Chirurg, viele kennen ihn schon aus meinen anderen Videos oder waren mittlerweile selber bei Ihnen, Dr. Andreas Arendt-Landwehr, ein Macher schlechthin, der ist heute auch dabei. Ich freue mich sehr, ich habe richtig Bock auf dieses Video und deswegen will ich gar nicht lange quatschen. Ich war sehr unsicher. Unsicher darüber, was aus meinem Leben danach wird, ob sich vieles verändern wird. Ich wusste ja, ich möchte das Ganze veröffentlichen. Ich wusste nicht, wie die Leute darauf reagieren. Aber Angst vor der OP an sich nicht. Ich war einfach super unsicher. Unsicher mit mir selbst und unsicher, wie mein ganzer Körper nach dieser OP wird. Ja. Und wenn ich rückblickend daran denke, dann löst das einfach so krasse Gefühle in mir aus. Ich kann mal hier eine Liste einblenden. Ich weiß auch, damals habe ich mit meiner jetzigen Frau alle möglichen Kliniken in Deutschland abtelefoniert. Viele Feedbacks mir eingeholt, ob sie es machen oder nicht. Und dementsprechend habe ich mit sehr vielen gesprochen, aber nicht mit sehr vielen Chirurgen, weil es meistens schon an der Anmeldung generell gescheitert ist. Ich finde die Frage richtig gut, aber auch super schwierig. Ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung berichten und ich weiß, bei Plasmed war das zum Beispiel überhaupt nicht so. Deren Fokus lag total darauf, erstmal mir ein gutes Gefühl zu geben und aber auch offen über die Preise zu sprechen, offen über meine Möglichkeiten und über meine Gefühle. Ich kann natürlich einen gewissen Vergleich ziehen. Ich hatte ja eben eine Liste gezeigt, die auch deutlich macht, wie viele Preisunterschiede es gibt von, sage ich jetzt mal, 1.000 bis 15.000. Letztendlich würde ich sagen, ich war in einem sehr guten mittleren Bereich, was der Preis angeht. Preis-Leistung 1A an dieser Stelle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob viele das ausnutzen. Gerade jetzt, wo dieses Thema publiker wird, kann es natürlich sein, dass Chirurgen das nutzen. Ich weiß, dass es bei meiner Praxis nicht so ist. Aber wie es bei anderen ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Es waren schon 2-3 Monate, 6-8 Wochen circa. Aber hier gilt wieder die Regel, jeder Körper ist anders, jeder Heilungsprozess ist anders. Wenn du dich noch nicht fit dafür fühlst, dann würde ich es dir auch nicht empfehlen. Am Anfang ist es super schwierig, diese Grenze zu überschreiten, sich wieder normal zu bewegen, gerade von den Armen her oder vom Körper her. Man hat irgendwie Angst, irgendwas kaputt zu machen. Ich glaube, ich habe auch meinen Chirurgen mehrmals gefragt oder Freunde und Bekannte aus meinem Kreis, die diese OP gemacht hatten. Ich habe immer Angst, irgendwas kaputt zu machen, aber das machst du nicht. Also hol dir immer das Go von deinem Arzt ab und dann hörst du auf deinen eigenen Körper. Das ist, glaube ich, das Beste. Ich habe kein hundertprozentiges Gefühl. Es ist eher so manchmal, dass ich einen leichten Druck spüre. Mir wurde aber auch damals gesagt, das kann mehrere Jahre dauern. Die Nerven müssen sich regenerieren und so weiter. Ich habe so, als würde man auf den Nippel das anfassen, eher darunter. Also so ganz weird, kann natürlich sein, weil das alles ein bisschen verrutscht ist, aber ich sag mir immer, es hat vorher daran keiner genuggelt, weil es nicht wollte und jetzt spüre ich es nicht, also es ist nichts, was mir fehlt. Das ist völlig fein, das ist überhaupt nicht dramatisch für mich persönlich. Aber nö, bis jetzt habe ich kein Gefühl. Tatsächlich muss ich beichten, die Narbenpflege habe ich überhaupt nicht gut verfolgt. Ich habe das lange gemacht mit diesem Wasserstrahl auf die Brust halten, damit die Nerven regeneriert werden, aber sowas wie Narbenpflege direkt mit einem Narbenroller oder man konnte auch ein gewisses Öl drauf machen, habe ich gar nicht so gemacht, weil meine Haut sich von alleine irgendwie total gut regeneriert hat. Also dementsprechend habe ich Narbenpflege tatsächlich kaum durchgeführt. Aber jeder Körper ist an dieser Stelle auch unterschiedlich. Jede Haut regeneriert sich unterschiedlich schnell. Und Narbenentwicklung, ihr kennt es selber, durch Bewegung, durch irgendwie den Körper an sich, ist jedes Ergebnis dann auch natürlich unterschiedlich. Und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis von damals zu Stand jetzt.
So, das ist mein Ergebnis mittlerweile. Und ich bin immer noch super, super zufrieden. Man sieht hier diese Dehnungsstreifen, die hatte ich vorher, weil ich mal sehr viel gewogen habe und meine Brüste natürlich dadurch sehr hängend waren. Man hat das Ganze runtergezogen. Stört mich überhaupt nicht. Könnte man irgendwann mal weglasern lassen, aber mein Gott, das ist mein Körper und das gehört dazu. Genauso wie diese ganz kleine Hundeohr, nennt man das hier, kann man sich auch entfernen lassen. Schränkt mich aber auch nicht ein. So, ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal von der Seite. Man sieht, ich habe eine gewisse Kuhle. An dieser Stelle danke an meinen Papa für diese Supergene. Aber das ist das Ergebnis. Hier ist mir mal irgendwann der Nippel so ganz leicht eingerissen oder eher verschoben, weil das doch noch sehr, sehr weich war. Vielleicht bin ich einfach zu früh in die Dusche gegangen. Ich weiß auch nicht. Passiert. Mein Gott, ist nicht dramatisch. Letztendlich, jeder Körper ist ein Individuum und ich bin super happy. Hier von der Narbenentwicklung sieht man wirklich, die ist bei mir extrem gut. Hier habe ich nur ganz leicht dieses Auseinanderziehen, aber ansonsten ist das hier wirklich super, super, ja, clean. Und man sieht es schon wieder fast nicht. Anyway, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Teil und zwar gehen hier liebe Grüße und ein super deftiges Moin an Dr. Andreas Ahrens-Landwehr, der sich die Zeit genommen hat, ein paar Fragen zu beantworten, die euch auf dem Herzen lagen und dementsprechend, lasst es nicht lang schnacken, sondern let's fetz, ab zu Andreas. Moin nach Hamburg an Michelle. Ich bin total froh, dass wir das endlich mal hinbekommen. Dass das in der Vergangenheit nicht geklappt hat, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man als plastischer Chirurg mehr Zeit am OP-Tisch verbringt und weniger vor der Kamera. Aber nichtsdestotrotz, endlich schaffen wir das mal. Mein Name ist Andreas Ahrens-Landwehr. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und bin in Düsseldorf in der plastischen Chirurgie Medienhafen tätig. Wir sind mittlerweile ein Team von 6 Fachärzten für plastische und ästhetische Chirurgie und haben unter anderem, für die, die uns noch nicht kennen, einen unserer Behandlungsschwerpunkte im Bereich Top Surgery, das heißt also in der Durchführung von brustverändernden Eingriffen oder Mastektomien bei transidenten Patienten, bei Gender-Patienten oder auch bei anderen Patienten, die aus sonstigen Gründen eine Mastektomie durchführen lassen möchten. Wir führen diese Art von Eingriffen seit 2006 durch. 2006 haben wir zusammen in einer Versorgungsklinik in Düsseldorf mit einem brustchirurgischen Schwerpunkt angefangen zu arbeiten. Damals zu dritt, haben in der Zwischenzeit unsere Praxis etabliert, sind seit 2018 vollumfänglich in der Privatpraxis niedergelassen und führen mittlerweile pro Jahr an die 300 Mastektomien bei Gender-Patienten durch. Eine wichtige Frage, die uns immer wieder gestellt wird von unseren Patienten, ist die Frage nach der Gutachtenlage, wenn es um die Indikation zu einer Mastektomie geht. Grundsätzlich ist für uns der wichtigste Schritt in der gemeinsamen Entscheidung, diesen Eingriff bei Patienten durchzuführen, dass wir uns darüber im Klaren sind, warum eine Mastektomie gewünscht ist. Und hier vertrauen wir natürlich auf ein gründliches und tiefgreifendes Erstgespräch, was wir mit unseren Patienten führen, indem wir uns ganz klar werden möchten, warum denken die Patienten über eine Mastektomie nach, was sind die Gründe dafür. Ferner spielt in der Entscheidungsfindung auch die Frage nach existierenden psychologischen Gutachten eine Rolle, insbesondere dann, wenn die Patienten beantragen, diesen Eingriff von der Krankenkasse bewilligen zu lassen. Wie gesagt, das funktioniert im Moment in Deutschland nur bei transidenten Patienten, bei denen die Transidentität auch bezogen auf die Gutachten bestätigt worden ist. Es müssen hier in der Regel mehrere Gutachten, also das heißt 2 unabhängige Gutachten vorgelegt werden. Es muss in der Regel eine Testosteroneinnahme erfolgen. Es muss eine Änderung des Personenstandes zumindest beantragt sein. So sieht im Groben das Regelwerk aus, das derzeitig erforderlich ist, um diese Eingriffe durchführen zu lassen. Aber wie gesagt, das sind nur die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn dieser Antrag bei einer Transidentität bei der Krankenkasse bewilligt werden soll und tatsächlich hierfür eine entsprechende Kostenübernahmebewilligung gestellt wird. Gibt es Patienten, bei denen wir diese Eingriffe nicht ohne weiteres durchführen können? Ja, die gibt es in der Tat. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es beispielsweise eine
psychiatrische oder eine psychologisch relevante Grunderkrankung gibt, die einen derartigen Eingriff nicht durchführbar erscheinen lässt. In der Regel sind das Patienten, die bereits mit einem entsprechenden Befund zu uns kommen und bei denen wir uns dann auch in der Regel ein zusätzliches Gutachten einfordern, um sozusagen die Unbedenklichkeit der Durchführung eines derartigen Eingriffs psychiatrisch oder psychologisch bestätigen zu lassen. Und wenn diese Bestätigung seitens der mitbehandelnden Therapeuten und Ärzte nicht gegeben werden kann, können wir diesen Eingriff natürlich selbstverständlich nicht durchführen. Auf die Frage, ob wir diese Eingriffe auch bei minderjährigen Personen durchführen, ja, dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn tatsächlich die erziehungsberechtigten Personen in den Gesprächen anwesend sind und auch ihre schriftliche Einverständnis zu diesem Eingriff geben. Und in der Tat ist in einem solchen Falle auch tatsächlich das Vorliegen von einem eindeutigen Gutachten erforderlich. Das heißt also, wir benötigen bei minderjährigen Personen definitiv eine gutachterliche Stellungnahme zum Vorliegen einer Transidentität bzw. einer Genderdysphorie, um diesen Eingriff unbedenklich durchführen zu können. Unsere Patientenklientel hat sich im Laufe der Jahre deutlich verändert, muss man sagen. Wir haben mittlerweile tatsächlich viele, viele Patienten, die nicht nur weiter aus dem weiteren Einzugsgebiet in Deutschland kommen, sondern auch tatsächlich aus europäischen Nachbarländern, wo der Bereich der Top Surgery im medizinischen Versorgungssystem der Länder nicht oder nur rudimentär verankert ist. Es gibt aber auch tatsächlich mittlerweile einige Patienten, die von Übersee kommen. Womit hängt das zusammen? Einer der Gründe ist sicherlich, dass das Thema Gender Surgery oder Top Surgery in den gerade Social Media eine wesentlich stärkere Verbreitung erfährt derzeitig. Das liegt ganz klar auch an Influencern wie dir, liebe Michelle, die das Thema publik machen, die das Thema tatsächlich auch aufklärerisch hervorragend bearbeiten. Ein weiterer Patient von uns ist mittlerweile auf TikTok mit über 1,5 Millionen Followern sehr, sehr populär und leistet wie viele andere auch sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Das heißt, Social Media spielt sicherlich eine große Rolle, wenn man die Frage beantworten möchte, warum ist das Thema Top Surgery, warum ist das Thema Gender derzeitig wesentlich stärker präsent auch in breiten Teilen der Bevölkerung, als das früher der Fall gewesen ist. Das sind alles Themen, die wir mit unseren Patienten sehr gründlich besprechen. In dem Erstgespräch, was wir mit unseren Patienten führen, ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar darüber werden, wen wir vor uns haben. Liegt eine klassische Transidentität vor? Versuchen wir, den Eingriff bei den Krankenkassen zu beantragen? Liegt eine Non-Binarität vor oder eine Genderfluidität? Scheidet die Krankenkasse aus, dann laufen diese Eingriffe ganz klar als Selbstzahlereingriffe. Das heißt also, als Eingriff, der betrachtet wird, wie jede andere Formveränderung des äußeren Körpers aus kosmetischen Gründen. Es gibt dann darüber hinaus auch die Möglichkeit, eine weiterhin als weiblich lesbare Brustform operativ herzustellen. Diese Patienten fallen in den Bereich der sogenannten Non-Flat-Top-Surgery. Das heißt, es sind Patienten, bei denen eine drastische Brustverkleinerung durchgeführt wird, die das Brustvolumen tatsächlich auf eine sehr kleine Körbchenfülle reduziert. Dennoch bleibt die Brust weiblich lesbar, ist aber im Alltag für die Patienten dadurch gekennzeichnet, dass sie beispielsweise auf BHs verzichten können, dass sie sich körperlich komplett unbeeinträchtigt durch beispielsweise BHs oder sonstige Binder bewegen können. Auch dieser Bereich hat eine stärkere Entwicklung erfahren in der Vergangenheit. Und wir sind dadurch, dass wir diese Eingriffe sehr häufig durchführen, in der Lage, tatsächlich mit einer sehr gereiften Expertise das gesamte operative Spektrum, was uns hier zur Verfügung steht, unseren Patienten anzubieten. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch berichten, und zwar, was sich verändert hat. Es hat sich einiges verändert. Es hat sich verändert, dass ich
mehr zu mir und meinem Körper gefunden habe. Es hat sich verändert, dass ich viele, viele Erfahrungen neu machen konnte, wie ins Schwimmbad gehen oder das erste Mal mit jemandem zusammen duschen. Es hat sich verändert, meine Laune mir gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Und es hat mir eine neue Art Selbstbewusstsein gegeben. Endlich rausgehen zu können, wie ich das mag, um mich wohlzufühlen. Und nach der Veröffentlichung, muss ich sagen, hat es mir so einen Boost gegeben, euch zu haben als Community, die mich so unterstützt haben. Und an dieser Stelle einfach nur ein riesen Dankeschön, weil wärt ihr nicht so positiv damit umgegangen und hättet mich damals nicht dazu gebracht, daran zu glauben oder auch an mich zu glauben, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Und deswegen danke. Und das war's auch schon wieder mit meinem neuen YouTube-Video über meine Mastektomie und mit euren Fragen. Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir bei Instagram oder bei TikTok, wenn ihr mögt. Und ja, ich hoffe, dass das Video euch auf jeden Fall gefallen hat, dass es euch aufgeklärt hat, dass ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen besser fühlt. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an meinen Chirurgen, an Dr. Andreas Ahrens-Landwehr, an Plastmed, die mich damals so liebevoll aufgenommen haben und unterstützt haben, an diese Community da draußen für euren positiven Support, für eure Kraft, die ihr mir jeden Tag gebt, mit euren super vielen lieben Nachrichten. Es hat sich einfach so viel verändert. Es hat sich so viel verändert und ich bin super, super dankbar dafür, dass es da draußen Leute gibt, die mich dabei unterstützen. Ich wünsche euch nur das Beste und bin somit raus. Liebe Grüße von mir. Haut rein. Ich habe noch kein cooles Outro, aber wir arbeiten dran. Tschüss.